Guten Tag zusammen und herzlich willkommen. Unser Trainer hat mich gerade erinnert an dem höchsten Weihnachtsfeiertag in den Niederlanden. Deswegen umso höher einzuschätzen, dass auch dann im Hübsch die Arbeit drüber steht. Heute ist Niklas? Ich sitze voll Erwartung zu warten, ja, auf das Niklas. Genau, heute gibt es die große Bescherung. Heute sitzen wir auch alle zu warten, voll Erwartung. Genau. Aber erst natürlich unser Mediengespräch vor unserem Spiel am Samstag beim VfB Stuttgart hier mit Cheftrainer Huub Stevens und mit unserem Vorstand Sport und Kommunikation und Manager Horst Held. Und damit eröffne ich gleichzeitig die Fragerunde. Heiko Buschmann. Ja, ich fange mal an. Herr Stevens, wie immer zunächst die Frage nach dem Personal, insbesondere was mit Jefferson Fafan, Papa und Ibrahim Afellay bestellt ist. Können die am Samstag wieder spielen vielleicht? Das ist noch einer. Nein, noch zwei. Höger und Moritz. Die nehme ich auch noch. Nee, okay, mal gut. Ja, wenn du einige Namen nennst, dann musst du es auch alle nennen. Ja? Mit Marco Höger geht es gut. Aber das ist noch so früh am Samstag. Ibi, das riskiere ich noch nicht. Weil da muss er doch erstmals einige Male mit die Mannschaft mit trainiert haben. Und soweit ist es noch nicht, sagt er, dass er das kann. Papa, da müssen wir insofern noch mit abwarten, aber der wird Samstag auch nicht spielen können. Jeff ist ein Fragezeichen, der hat heute Morgen hat er drinnen trainiert und das war nicht schlecht. Wir fanden es noch so früh, um ihn draußen zu haben. War auch kalt heute für einen Südamerikaner, ja? Muss er auch mitnehmen. Ja? Aber der Christoph ist wieder fit. Da freue ich mich drauf, weil dann haben wir doch wieder was Möglichkeit auf Mittelfeld. Das ist der Stand der Dinge von den Verletzten. Heiko Buschmann. Ja, bei Christoph Moritz würde ich gerne nachhaken. Frage an Horst Held, wie sieht es denn aus mit dem kolportierten Wechsel zu Mainz 05? Ist das schon klar? Wann soll das passieren? War ja heute zu lesen. War heute zu lesen. Das kann ich nicht bestätigen, weil ich das im Grunde nicht weiß. Aber bestätigen kann ich, dass Christoph uns mitgeteilt hat, dass er am Ende der Saison Schalke verlassen möchte. Nicht, weil er das hier grundsätzlich nicht mag, aber er glaubt, dass er sich halt, wenn er sich verändert, dass er sich dann halt mehr Spielzeit bekommt. Es ist schade für uns, wir hätten ihn gerne über die Saison hinaus behalten, aber er hat sich dazu entschieden und natürlich ist er noch ein junger Spieler und das ist auf der einen Seite dann auch nachvollziehbar, wenn man halt zu wenig zum Einsatz kommt. Konkurrenzsituation ist natürlich hier auch nicht einfach und darum ein bisschen Pech gehabt, eigentlich eine gute Vorbereitung gehabt, hat sich dann in der Vorbereitung verletzt, längerfristig ausgefallen und das ist natürlich in der Phase dann auch nicht unbedingt so gut, aber ist sehr, sehr schade für uns. Wir hätten gerne mit ihm weitergearbeitet, aber er hat sich jetzt dazu entschieden, hat uns darüber informiert, wohin seinen Weg gehen wird. Das hat er uns nicht mitgeteilt und von daher sind das Spekulationen, die da im Raum stehen, die ich nicht kommentieren kann. Hinten auf dem Podium, Erik Monier. Stevens, ich würde gerne mal auf die Champions League schauen. Drei deutsche Mannschaften, alle drei Gruppensieger geworden. Wie schätzen Sie die Bundesliga international ein? Bewerten Sie das? Alexander Klepp zum Beispiel hat gesagt, dass er die Bundesliga mittlerweile schon stärker sieht als die Premier League. Nochmal, ich finde das nicht mehr wichtig. Es ist schön, dass die drei Vereine aus der Bundesliga sich als Erste qualifiziert haben. Aber das ist erst, glaube ich, wieder wichtig im Februar. Aber jetzt geht es um die restlichen Spiele, was wir noch haben. Und das erste Spiel ist immer das Wichtigste, hat mal ein Trainer gesagt. Ralf Makrutzki hier vorne.
Herr Held, ich würde gerne noch mal ganz kurz auf Christoph Murz zurückkommen. Schließen Sie denn aus, dass er zur Winterpause schon wechselt? Das wäre ja jetzt auch eine Frage, um noch etwas Ablösesumme zu kassieren. Und überhaupt ist das nur vielleicht so mein Eindruck, dass es hier bei Schalke vielleicht so ein wenig manchmal zäh verläuft mit Vertragsverlängerungen. Manchmal, ich weiß nicht, ob das nur mein Eindruck ist. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass gerade hier so die Gefahr, dass die Spieler so immer ins letzte Vertragsjahr gehen, immer ein wenig größer ist, als mein Eindruck bei anderen Bundesligisten ist. Und sich damit dann auch dieses Thema dann immer in die Saison reinzieht. Und jetzt haben wir es ja auch bei Holtby oder auch bei Huntelaar und das vielleicht gar nicht so gut ist dann fürs mannschaftliche Klima. Sie haben die Namen erwähnt, es sind tatsächlich drei Namen, um die es da geht. Jetzt ist aber unser Kader doch mehr als, geht es als mehr als wie um drei Spieler. Wir haben tatsächlich über 25 Spieler. Ich könnte Ihnen jetzt eine Vielzahl von Spielern aufzählen, wo wir die Verträge vorzeitig verlängert haben. Mate Papadopoulos zum Beispiel halt, man vergisst dann das Schöne dann wahrscheinlich recht schnell und oder andersrum gesagt, man sieht es dann als Selbstverständlichkeit und wird dann halt bei dem anderen, wenn es halt dann nicht so schnell geht, hört man dann genauer hin, weiß ich nicht, das müssen Sie ja vielleicht, können Sie vielleicht besser beurteilen. Und grundsätzlich kann man aber auch jede Situation nicht miteinander vergleichen. Weil es einfach verschiedene Situationen sind. Grundsätzlich ist es natürlich, wenn ein Spieler gute Leistungen abliefert, herausragende Leistungen abliefert, dann ist es natürlich schön und gut, wenn man den langfristig unter Vertrag hat. Wie gesagt, da haben wir ja auch einige Spieler, die langfristig unter Vertrag sind. Bei einigen ist die Situation halt anders gestrickt und auch damit muss man zurechtkommen. Ich glaube allerdings, dass das halt auch bei anderen Vereinen vorkommt. Vielleicht liegt dann der Fokus dann, weil sie ja oft bei Schalke sind, dann nicht so unbedingt auf andere Vereine und deswegen kann man das dann vielleicht auch nicht unbedingt so miteinander vergleichen. Aber klar, Planungssicherheit ist für alle Beteiligten immer das große Ziel und auch unser Wunsch in allen Planungen. Und bei Christoph, wenn ich das nochmal als Beispiel nehme, da sind wir ja schon seit einem Dreivierteljahr dran, mit ihm diese Gespräche zu führen und übrigens auch bei anderen halt auch. Aber man kann die Situation bei Christoph nicht mit der von Papa vergleichen. Halt, ja. Christoph hat halt einfach zu wenig Spielzeit und deswegen möchte er sich verändern. Wenn Sie ihn fragen, wird er, glaube ich, kein schlechtes Licht auf Schalke führen und wird nichts Negatives sagen, nicht weil ich es ihm sage, sondern weil er davon überzeugt ist. Aber seine persönliche Situation für einen U21-Nationalspieler bei einem Top-Club wie Schalke 04 braucht man halt einfach auch Spielzeit und die Konkurrenzsituation, wie gesagt, ist halt sehr, sehr ausgeprägt bei uns. Wir haben halt nicht nur 11 gute Spieler, sondern viele gute Spieler und deswegen ist es halt dann so eine Entscheidung, die ich, wie gesagt, nachvollziehen kann, aber bedauere. Aber und so eine Entwicklung, so eine Entscheidung, die muss dann halt auch beim Spieler reifen und deswegen kommt die jetzt zustande. Aber ich glaube, wie gesagt, dass wir immer mal wieder offene Personalfragen haben, das auch in Zukunft haben werden. Und gleichzeitig haben wir aber auch einen Mix aus Spielern, die langfristig unter Vertrag sind. Alfie. Und, Entschuldigung, ich habe vergessen, das zu beantworten. Da werden wir uns sicherlich Gedanken machen. Christoph hat dem Trainer gesagt, dass er bis zum letzten Tag hier alles geben wird. Und das ist ein hochanständiger Junge, da machen wir uns überhaupt keine Sorgen. Ist es auch nicht unbedingt jetzt sein Wunsch, den Verein im Winter verlassen zu wollen. Es gibt auch keine Anfragen für den Winter für Christoph und von daher planen wir auch mit ihm bis zum Ende der Saison. Ralf Wilhelm? Ich würde gerne auf das nächste Spiel zu sprechen kommen. Der VfB Stuttgart ist diese Saison etwas unberechenbar. Gute Leistung wechseln mit schlechten ab, trotzdem haben die sich rangerobbt und könnten mit einem Sieg am Samstag, glaube ich, punktgleich werden mit Schalke. Mit welchen Gefühlen fahren Sie dahin? Ich fahre immer mit guten Gefühlen. Weil wenn man schlechte Gefühle fährt, hat man ein Risiko, dass man gegen einen Baum fährt. Und das wollen wir nicht. Man muss immer mit Vertrauen in ein Auto steigen oder in einen Flieger steigen oder ja. Darum ist mein Gefühl gut.
aber ich stehe nicht auf der Platz, das ist schade immer. Ja? Weil da stehen wieder andere und so viele unterschiedliche Charaktere. Das ist auch das Schöne an Fußball, dass man nicht immer weiß, wo es lang geht. Frank Leszczynski. Ist ein Vorteil für Schalke, dass der VfB heute noch in der Europa League beschäftigt ist? Die haben ja eine sehr kurze Regenerationszeit. Ja, aber die brauchen nicht so viel zur Reise, glaube ich. Und das wird, nee, das wird auch mal unterschätzt. Die Reise ist oft schwerer als ein Spiel spielen. Mal nochmals. Wir reisen morgen an und hoffen für Samstag wieder eine bestimmte Frische zu finden. Und was mit Stuttgart ist, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ich weiß, dass sie gewinnen müssen, weil das Risiko können sie nicht laufen, dass sie unentschieden spielen oder was dann auch, sie müssen gewinnen. Aber ich beschäftige mich ja nicht so sehr mit, ich beschäftige mich viel mehr mit unseren Probleme, die wir haben, mit Verletzungen, Frische und wie dann auch. Erik Monin, ganz hinten auf dem Podium. Seit Schalke in den letzten Ligaspielen relativ viele Punkte liegen lassen, gerade auswärts. Da waren Sie ja zuletzt auch nicht sehr zufrieden mit. Aus den letzten beiden Auswärtsspielen keine Punkte geholt. Machen Sie jetzt irgendwas anders? Weihen Sie uns mal ein bisschen Ihre Gedanken ein, weil es vor dem Spiel. Ja, wir machen alles anders. Aber ich finde das noch nicht richtig, um das hier zu sein. Die Jungs wissen es auch noch nicht. Aber wir machen alles anders. Vielleicht, dass das hilft. Heiko Buschmann. Herr Stevens, ich weiß ja, dass Sie mir die Aufstellung nicht verraten werden, aber hat sich... Und wieder gar nicht. Hat sich Christoph... Die andere schon. Okay. Christoph Metzelers altes Schlachtross sich besonders für einen Einsatz von Anfang an wieder empfohlen nach seiner Leistung in Montpellier? Na gut, Metze hat ein gutes Spiel absolviert, das muss deutlich sein. Aber wir müssen auch immer nach Frische gucken, das habe ich gerade, glaube ich, gesagt. Ich weiß es noch nicht, aber nicht nur Metze hat ein gutes Spiel absolviert. Ich finde es immer schön, dass man dann nur über die Ältere redet. Ich möchte auch der Jüngere mal es nennen, der ein gutes Spiel absolviert hat. Aber das ist nicht so wichtig. Das ist nur wichtig bei anderen Vereinen, wenn Jüngere spielen und gut spielen. Bei uns nicht. Weil dann geht es lieber über andere Sachen. Das ist nicht schlimm. Ich habe da keine Probleme mit. Ich erwähne es nur. Und die, die da etwas mit tun, die tun da etwas mit. Sascha Baczynski, mal von links. Aus hier, von hier aus gesehen. Entschuldigung, eine Frage an Horst Held. Wenn wir rausgucken, dort sind die Arbeiter momentan fleißig beschäftigt, den neuen Rasen zu verlegen. Vielleicht ein Wort dazu, warum ist das notwendig geworden und was hoffen Sie, wie lange hält der diesmal? Wir haben so lange gewartet, bis wir gegen Montpellier spielen, weil wir wussten, dass da das Grundwasser nach oben kommt. Deswegen haben wir die ganze Zeit auf dem schlechten Rasen gespielt, damit wir die gleichen Voraussetzungen dann halt auch haben. Das Spiel ist vorbei und jetzt haben wir gesagt, jetzt müssen wir schnell wechseln. Ich gehe davon aus, dass wir in den restlichen Heimspielen tatsächlich über die Runden kriegen den Rasen und dass der nicht kaputt geht bis dahin. Und hoffe, Spaß beiseite, dass wir natürlich bis zum Ende der Saison mit dem Rasen auch durchkommen. Zum Glück spielt das Wetter noch so ein bisschen mit und ich denke auch, dass die Arbeiten sicherlich heute oder morgen fertig werden und der Rasen dann liegt. Und dann haben wir, wie gesagt, in den letzten beiden Spielen zu Hause auf jeden Fall keine Ausreden mehr, wenn der Ball verstolpert oder weiß was ich was. Also
die Ausreden können wir uns jetzt nicht mehr liefern. Ralf Makrutzki, hier ganz vorne. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Held, und zwar zum viel diskutierten Problem um die Sicherheit und auch zum Sicherheitskonzept. Wie ist da die Haltung von Schalke 04 in diese Richtung, und haben Sie da noch Ergänzungen oder Verbesserungsvorschläge aus Ihrer Sicht, müssen da noch eingearbeitet werden? Das ist ja eigentlich, es gab ja das erste Papier, dann gab es jetzt ein zweites Papier. Das zweite Papier wurde ja auch in Zusammenarbeit mit vielen Fangruppierungen von allen Vereinen angeregt, indem halt die Vereine halt auf ihre Fans zugegangen sind. Bei uns gab es auch viele Anregungen, die versucht wurden umzusetzen. Und selbstverständlich ist unsere Haltung, dass wir das Papier, das in Zusammenarbeit mit vielen Fans von uns auch natürlich kontrovers diskutiert wurde, aber auch Verbesserungsvorschläge da gegeben hat, auch eine Akzeptanz gefunden hat, werden wir das unterstützen halt, ja. Und dass das allerdings dann abzuwarten ist, wie die Entscheidung dann am 12. ist, das müssen wir alle abwarten. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung halt, ja. Und Verbesserungsvorschläge, glaube ich, gab es viele. Auch von Seiten der Fans, und ich glaube auch, dass vieles da umgesetzt wurde, was die Fans da bewegt. Ja, nochmal eine Nachfrage, Ralf Makrutzki. Noch eine Nachfrage dazu. Es wird ja auch gefordert oder vorgeschlagen, einen sogenannten Sicherheitseuro einzuführen. Haben Sie dazu eine Meinung? Halten Sie das für eine gute Idee? Das halte ich für keine gute Idee. Das auf die Zuschauer umzulegen, finde ich überhaupt nicht gut. Grundsätzlich sind ja die Kartenpreise auch heutzutage sicherlich nicht niedrig. Das muss man halt natürlich so sagen. Und da jetzt noch einen Euro drauflegen also den Sicherheitseuro, halte ich überhaupt nicht notwendig. Erstens ist es im Sicherheitspapier verankert, dass die Vereine investieren müssen, halt, um noch mehr Sicherheit hinzubekommen halt. Es ist auch angedacht, dass durch die Mehreinnahmen, die wir durchs Fernsehen generieren, halt dann halt auch einen Teil davon in viele Maßnahmen hineinstecken. Wie gesagt, das jetzt umzuwälzen auf die Zuschauer halte ich für überhaupt nicht notwendig. Man muss es ja nur mal weiterdenken. Wie geht es dann halt bei den Leuten, bei den Situationen, wo Polizeieinsatz immer mal wieder ansteht, müssen dann die Leute auch einen Euro bezahlen. Da denke ich nur an irgendwelche Castor-Transporte, die halt auch sehr viel Geld kosten, und da hat noch nie einer einen Euro gefordert von den Leuten, die demonstrieren halt, ja, und von daher gibt es bei jeder Kirmesveranstaltung und Schützenvereinsveranstaltung, wo Polizei angefordert wird, müsste man halt dann halt auch einen Euro einfordern, und von daher halte ich das für nicht ansatzweise sinnvoll. Und ich halte, wie gesagt, und wir halten gar nichts davon, das jetzt auf die Eintrittspreise umzuwälzen. Heiko Niederer. Kommen wir ganz kurz nochmal zu diesem holländischen Weihnachtstag. Was wünschen Sie sich denn persönlich jetzt für die letzten Spiele bis Weihnachten, oder was sind Ihre Erwartungen für die drei Spiele? Dass wir das umsetzen, was in uns steckt. Und das ist unsere Qualität bringen. Und dann hast du natürlich immer mit einem Gegner zu tun, der auch seine Qualität bringen möchte. Aber ich tue da nicht mehr mit. In den Niederlanden ist das Fest für Kinder. Ja? Das sagt unheimlich viel aus. Ja, gibt es noch was? Die gibt es auch. Raphael Wiesweg. Nochmal eine kurze Frage. Sie haben ja gerade auch gesagt, dass jüngere Spieler auch ein gutes Spiel abgeliefert haben. Vielleicht meinten Sie damit auch Sead Kolasinac mit seinem Champions-League-Debüt.
Er sagte selbst, er wäre überrascht gewesen, dass er aufgestellt worden wäre. War Sergio Escudero oder ist Sergio momentan nicht die erste Alternative für Fuchs? Na, wir haben uns entschieden für Seat, dass der defensiv etwas stärker ist als Sergio. Sergio ist doch die offensivere Variante. Und ja, das sind Entscheidungen, die trifft man, wie der Balance in die Mannschaft ist. Und natürlich nimmt sie ein Risiko, wenn sie zwei ganz jüngere Bursche hintereinander stellt. Aber ich glaube, dass es gut ausgefallen ist.